herzlich willkommen zu meinem neuen Video und damit willkommen zurück in der wunderbaren Welt des Coronavirus. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Artikel. Und den haben wir von rtl.de mit der Überschrift: Hessens Gesundheitsminister fordert erneut Corona-Allwunderheilmittelpflicht ab 60. Hessens Gesundheitsminister Kai Klose wirbt für einen neuen Vorschlag für eine Corona-Allwunderheilmittelpflicht für Menschen ab 60 Jahren. Um präventiv tätig zu sein und mit Blick auf eine mögliche neue Virusvariante im Herbst könne das Thema nicht abgehakt werden, sagte der Minister am Mittwoch in Wiesbaden. Er sehe dabei das Bundesgesundheitsministerium in der Pflicht. Die freiwilligen Allwunderheilmittelverabreichungen reichen nicht. Ich halte es nach wie vor für richtig und wichtig, dass wir gerade mit Blick auf die Belastung des Gesundheitswesens, und wir wissen ja genau, dass unser Gesundheitswesen noch nie überlastet war, also es keine Krankenhausüberlastung gab, und das mit dem Personalmangel, das ist auch schon jahrelang gewesen und es wird und wurde auch nie was dagegen gemacht. Ob das, was die Obersten nicht hinbekommen haben, wirklich das letzte Wort ist, betont der Klose. Gerade die Menschen, die bei einer Corona-Infektion ein besonders hohes Risiko für eine schwere Erkrankung in sich tragen, müssten nochmals in den Blick genommen werden. Denn das, was wir bisher über die Freiwilligkeit einer Allwunderheilmittelquote hingekriegt haben, das reicht eben nicht. Ich packe euch den Artikel gerne unter mein Video, dann könnt ihr auch noch weiterlesen. Also ihr seht, das Thema Allwunderheilmittelpflicht ist leider noch nicht vom Tisch und wird natürlich auch im Herbst wieder eine große Präsenz finden. Und die werden natürlich weiterhin dran rumfeilen und immer noch natürlich hoffen, dass das Ganze durchkommt. Ich muss ehrlich sagen, ich denke nicht, dass das Ganze durchkommt, weil wir ja sehen, was gerade abgeht. Vor allem auch die Nebenwirkungen. Das Thema dürfen wir einfach nicht vergessen. Und man sieht es ja eben auch überall. Und deswegen sollen sie reden, sollen sie sagen, aber was im Endeffekt rauskommt, das werden wir dann sehen. Dann war ja unser Showmaster bei Maischberger, springt ja eh von Show zu Show. Und da haben wir einen Artikel von Tichys Einblick vom 11. Mai, oder Tichys Einblick. Maischberger stellt unseren Showmaster bloß und bringt ungewohnte Stimmen zur Ukraine. Konkrete Aussagen, harte Nachfragen. Sandra Maischberger liefert sich gleich zu zwei Themen eine starke Talkshow ab. Unser Showmaster sagt, wir werden im Herbst nicht wissen, wie Masken oder Schulschließungen wirken, aber Zwangsmaßnahmen will er natürlich fortsetzen. Helfen Masken, Schulschließungen oder 2G-Regelungen? Das werden wir alles im Herbst nicht wissen, wenn die Corona-Zahlen saisonbedingt wieder steigen. Das hat unser Showmaster in der Talkshow Maischberger klar gesagt. Dabei hat er von den Obersten den Auftrag bekommen, gemeinsam mit einer Expertenkommission genau diese Frage bis zum 30. Juni zu beantworten. Es gäbe ja genug Studien dazu, tröstet unser Showmaster bei Maischberger. Warum die Kommission diese Studien nicht zusammentragen kann, sagt er nicht. Und dann geht es auch noch weiter. Eigentlich ganz interessant den Artikel, den packe ich euch auch unter mein Video. Ihr wisst ja, unser Showmaster hält natürlich weiter dran fest, auch wenn mittlerweile eigentlich noch klarer als davor ist, dass die ganzen Maßnahmen wie Lappen und 2G, 3G-Regel einfach gar nichts gebracht haben. Dennoch hält er natürlich dran fest. Dann haben wir einen Artikel von Wochenblick.at, auch sehr interessant, vom 11. Mai. Australien, 70% der Covid-Todesfälle in letzten 5 Monaten. Allwunderheilmittel-Desaster in Australien und Israel, Zahl der Todesfälle explodiert. Es ist ein furchtbarer Trend, der sich abzeichnet. Wochenblick berichtete bereits über die dramatische Entwicklung in Dänemark, Südkorea und Neuseeland, wo mit zunehmender Zahl der Durchgepieksten auch die vermeintlichen Corona-Todeszahlen in die Höhe schießen. Traurigerweise ist dieselbe Entwicklung nun auch in Australien und dem Allwunderheil-Labor Israel, wie es Pfizer-Chef Albert Bourla sinngemäß bezeichnete, festzustellen. In Israel ist die höchste Übersterblichkeit seit Pandemiebeginn zu verzeichnen und 70% aller Toten in Australien, die seit Beginn der Krise 2020 Corona zugerechnet werden, verstarben in den letzten 4,5 Monaten. 84% der Bevölkerung in Down Under sind doppelt gepiekst. Und dann steht hier noch: höchste Übersterblichkeit in Israel seit Pandemiebeginn, und wenn man sich die Daten aus Israel ansieht, bekommt man es mit der Angst zu tun. Der Europäische Mortalitätsmonitor gibt für Israel die höchste Übersterblichkeit seit Beginn der Corona-Krise. Und auch der Artikel geht weiter, noch den packe ich euch unter mein Video. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist ja eigentlich das, was die wahren Experten schon von Anfang an gesagt haben, dass es zu einem richtigen Massensterben kommen könnte. Und auf diesem Weg sind wir aktuell, dass es wirklich Ausmaße annimmt, an die man gar nicht denken möchte am liebsten, aber es halt einfach nicht mehr zu verheimlichen ist. Dann gab es einen Artikel von Focus Online, und zwar auch vom 11.05. Der Corona-Krisenstab im Kanzleramt wird aufgelöst. Der Corona-Krisenstab im Kanzleramt wird aufgelöst, das gaben die Obersten auf der Bundespressekonferenz am Mittwoch
bekannt. Und mehr steht auch gar nicht in dem Artikel. Man hat hier nur drunter geschrieben, das letzte Abendmahl. Unser Showmaster weint, sagt man. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise noch hingeht. Dann haben wir einen Artikel von Epoch Times, auch sehr interessant, mit der Überschrift ein Drittel der Befragten im Gesundheitswesen nach Corona als Wunderheilmittel krank. Auch ein Artikel vom 11. Mai. Zuerst der Fachkräftemangel, dann die Corona-Krise und schließlich sorgte noch die Corona als Wunderheilmittel Verabreichung für Personalausfälle im Gesundheitsbereich. Wie eine deutsche Studie nun ans Licht brachte, war ein Drittel der Befragten nach dem Allwunderheilmittel krankgeschrieben. Auch wieder sehr, sehr interessant, aber dazu braucht man auch ein Abo und deswegen kann ich euch diesen Artikel leider nicht unter mein Video packen. Ja, und dann hat ja jetzt unser Gates, ja, unser Billy Boy, auch plötzlich Corona, ist auch positiv getestet worden. Aber ihr wisst ja, durch seine vielen Allwunderheilmittelverabreichungen hat er nur einen milden Verlauf. Ihr wisst ja, es wäre anders gekommen, wenn er eben nicht gepikst gewesen wäre. Aber zum Glück, das Allwunderheilmittel hilft. Auch wenn wir es nicht mehr hören können. Dann haben wir noch einen Artikel von Focus Online. Kritik an deutscher Corona-Strategie. Epidemiologie, der virologische Tunnelblick hat uns viele Nebenwirkungen beschert. Nach 2,5 Jahren Pandemie stellt sich die Frage, wie erfolgreich das Corona-Krisenmanagement in Deutschland war. Kritik daran äußert jetzt der Epidemiologe Martin Sprenger. Er war 2020 Mitglied der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums in Österreich. Im Interview mit der Welt kritisierte etwa die langen Schulschließungen, dass man in Österreich und Deutschland zum Beispiel nicht schon früh erkannt hat, dass es nicht sinnvoll ist, Schulen zu schließen. Ist ein Armutszeugnis. Ebenfalls kritisch sieht Sprenger die Corona-Datenbasis in Deutschland. Zudem haben sich die Obersten etwa im Vergleich zu den skandinavischen Ländern zu stark auf die virologischen Folgen der Pandemie fokussiert. Ich kritisiere, dass uns der medizinische, virologische Tunnelblick viele blinde Flecken, viele unerwünschte Nebenwirkungen beschert hat, die jetzt sichtbar werden, urteilt der Epidemiologe. Laut Sprenger haben die Obersten die Pandemie viel zu spät als ein gesamtgesellschaftliches Ereignis betrachtet. Der Epidemiologe sagt, sie betrifft uns alle, vom Ungeborenen bis zum sterbenden alten Menschen. Dadurch wurden viele gesundheitlichen und psychosozialen Effekte ausgeblendet. Jetzt geben sich viele Verantwortlichen überrascht von diesen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Dabei hätten Sozial- und Gesundheitswissenschaftler von Anfang an auf die Folgen hingewiesen. Für ihre Bedenken seien diese während der Pandemie aber oft diffamiert oder als Maßnahmenkritiker diskreditiert worden, sagt Sprenger. Die Obersten müssen Stimmen in Zukunft ernster nehmen. Sie sagen, dass es psychische, soziale und gesundheitliche Folgen durch gewisse Maßnahmen geben wird und dass die Ungleichheit der Gesellschaft vergrößert werden könnte. Genau. Das war dieser Artikel. Absolut. Wir haben ja die ganze Zeit gesagt, es wird so viel Kollateralschäden geben, auch natürlich mit den verschobenen Operationen und natürlich auch das Ganze eingesperrt sein, isoliert sein, nicht in die Schule gehen können, vor allem auch für die Kinder. Ich weiß, dass wir noch diese ganzen Folgen zu spüren bekommen, vor allem auch für die Kinder, die eben sehr, sehr klein sind und quasi in dieser Zeit aufwachsen und es nochmal ganz anders wahrnehmen und vor allem auch das ganze Leben gar nicht anders kennen, vor allem die Menschen ohne Lappen. Ja, dann auch wieder eine Erneuerung und zwar haben wir hier einen Artikel von der Bild vom 11. Mai. Ab Montag keine Lappen mehr in Flugzeugen. Wer bald in den Urlaub fliegt, wird eine Veränderung bemerken. Ab Montag, 16. Mai, wird das Lappentragen in Flughäfen und Flugzeugen freiwillig. Das teilt die Europäische Agentur für Flugsicherheit und die EU-Gesundheitsbehörde heute mit. Die Behörde mahnte in ihrem Statement aber weiterhin zur Vorsicht. Der Lappen ist immer noch der beste Schutz gegen die Übertragung von Coronaviren. Grund für die Lockerung sind die hohen Allwunderheilmittelzahlen und die generell starke Immunität in der Bevölkerung. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte bereits angekündigt, er rechne damit, dass die Lappenrestriktionen im Mai schon fallen könnten. Den Passagieren bleibt es dann selber überlassen, ob sie einen Lappen an Bord tragen oder eben nicht. Auch empfehlen die Behörden an Flughäfen, keine Abstandsgebote mehr zu verhängen. Für viele Passagiere und auch Flugbegleiter gibt es ein starkes Verlangen danach, dass Lappen nicht mehr verpflichtend sind bei Flugreisen. Wir sind jetzt am Anfang dieses Prozesses. So key. Ein Prozess, in dem immer mehr Infektionsschutzmaßnahmen gelockert werden können. Man sei in dieser Phase der Pandemie angekommen. Die EU passt sich damit den längst gelockerten Maßnahmen ihrer Mitgliedstaaten an. In den USA kippte die Lappenpflicht im Flugzeug nach Gerichtsurteil in Florida schon vor Wochen. Aber der Lappen wird nicht überall fallen. Airlines können ihre Fluggäste weiterempfehlen, die Lappen zu tragen. Besonders dort, wo das auch im öffentlichen Personenverkehr gilt. Also bei uns muss man ja auch in Bussen und Bahnen Lappen tragen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann ist. Trotzdem schön, dass auch da die Lappen fallen. Dann haben wir einen Artikel von Auf 1 TV. Unfruchtbar durch Corona. Allwunderheilmittel. Frauenärztin Dr. Rebecca Leist schlägt Alarm. Der Artikel ist vom 10.05. Machen die Corona Allwunderheilmittelverabreichungen unfruchtbar? Führen sie zu Fehlgeburten oder vermehrten Krankheits- oder Todesfällen bei Säuglingen? Vieles deutet schon lange darauf hin, aber der endgültige Beweis fehlt noch. Weil offizielle Stellen den Warnungen der vielen Ärzte und Wissenschaftler nicht nachgehen und keine umfassenden Daten liefern, gehen Mediziner in diesem Verdachtsmoment auf eigene Faust nach. So wie die Frauenärztin Dr. Rebecca Leist. Sie hat ihre eigene Praxis in München, arbeitet
davor 7 Jahre lang als Ärztin in einer Kinderwunschzentrum. Gerade auf Themen wie Fruchtbarkeit bzw. Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburten ist sie spezialisiert. Im Interview mit Elsa Mittmannsgruber erzählt sie, welche erschütternde Beobachtungen sie seit einiger Zeit im Zusammenhang mit Corona als Wunderheilmittelverabreichung macht. Dabei äußert sie eine schlimme Vermutung, dass Wunderheilmittel könnte unfruchtbar machen bzw. zu mehreren Fehlgeburten führen. Keine Studien konnten bisher einen Gegenbeweis bringen. Das Wunderheilmittel ist sicher und das ist wissenschaftlich bewiesen, ist also auch hier einmal mehr eine glatte Lüge. Und ich packe euch einen Artikel auch unter mein Video und da kommt ihr auch zu dem Video mit dem Interview, auch sehr interessant. Und ich habe erst vor kurzem Fernseher geguckt, mal wieder ganz normalen Fernseher, und plötzlich kommt da eine Werbung, in der es um Fehlgeburten geht. Also da stand auch am Anfang, Achtung, Triggerwarnung und dass man nicht alleine ist. Und am Ende kommt dann noch etwa jede 6. Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. Ich weiß nicht, warum man jetzt das Thema auch noch so präsent macht, so drauf aufmerksam macht, genau jetzt, wo man eben von so vielen Abbrüchen hört, von so vielen Fehlgeburten, eventuell auch Unfruchtbarkeit, und dann im Fernseher das quasi als, es ist in Ordnung, es passiert, jeder 6. quasi. Also es ist wirklich, ich finde das alles wieder so komisch, es sind wieder so komische Zusammenhänge. Ich sag ja, mit dem Allwunderheilmittel ist einfach nicht zu spaßen. Dann habe ich hier was Gutes gefunden, was jemand geschrieben hat. Ich soll hungern, frieren, mich pieksen lassen, mich einschränken, den Gürtel enger schnallen, solidarisch sein für ein Deutschland, das mich mit Füßen tritt, nötigt und für dumm verkaufen will. Für unsere obersten Clowns. Ein Scheiß muss ich. Und ich finde es richtig, richtig gut, was hier geschrieben wurde. Dann haben wir hier einen Artikel aus Bayern. Die Menschen werden sich daran gewöhnen und Strafen akzeptieren. Bayern und Wien testen ab Herbst Belohnungssysteme per App. Die Teilnahme ist zunächst freiwillig, doch sind Sanktionen nach chinesischem Vorbild durchaus möglich. Und dann steht zum Beispiel drin, das, was derzeit noch zum alltäglichen Freizeitangebot gehört, wird zum Privileg, dass man sich durch genormtes Wohlverhalten verdienen muss. Das ist so krank. Und dann hat man auch noch geschrieben, die Deutschen seien sehr obrigkeitshörig. Das sei bei keinem anderen Volk in Europa so ausgeprägt. Ja, das habe ich mir schon lange, lange gedacht, wenn man so die Menschen anguckt und was sie sich alles gefallen lassen. Deswegen, wenn dann die Lappen Pflicht ab Herbst wieder losgeht oder eben die Maßnahmen, dann machen die deutschen Schafe halt wieder mit. Und das ist halt wirklich einfach doof. Da rege ich mich immer wieder drüber auf. Dann haben wir einen Artikel von reitschuss.de mit der Überschrift, unsere Grünen verbreiten Falschinformationen über Fremdschutz. UKHSA-Daten belegen Pandemie der Gepieksten und wenigstens die sektorale Allwunderheilmittelpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen noch zu retten, schreckt der grünen Abgeordnete Johannes Wagner nicht davor zurück, im Bundestag alternative Fakten über den angeblichen Fremdschutz zu verbreiten. Den Artikel packe ich euch gerne unter mein Video. Ihr wisst ja, die sprechen immer noch von Fremdschutz. Dabei wissen wir ganz genau, dass es keinen Fremdschutz gibt. Dann haben wir noch einen Artikel von reitschuss.de mit der Überschrift RKI verweigert Auskunft über Allwunderheilmittel-Effektivität. Wochenbericht ab sofort ohne Infos zur Wirksamkeit der Corona-Allwunderheimmittel-Verabreichung. Nachdem die vom RKI berechnete Allwunderheimmittel-Effektivität seit Wochen rapide sinkt und in einigen Altersgruppen zuletzt nahe 0% lag, tauchen die entsprechenden Daten ab sofort nicht mehr in den Wochenberichten des RKI auf. Den Artikel packe ich euch unter mein Video. Dann haben wir nochmal einen Artikel von reitschuss.de. Zulassung von Johnson & Johnson Allwunderheilmittel in den USA weiter eingeschränkt. FDA sieht geringere Wirksamkeit und erhöhtes Risiko schwerer Blutgerinnsel. Während in Amerika die Verabreichung einzelner Allwunderheilmittel überprüft und teilweise eingeschränkt wird, bereitet die EMA die Zulassung neuer mRNA-Allwunderheilmittel vor und will diese auf Kinder im Säuglingsalter ausweiten. Es ist so krank. Noch den Artikel packe ich euch gerne unter mein Video. Dann haben wir noch einen Artikel von reitschuss.de. Ex-Post-Triage. Unser Showmaster und der Tabubruch. Unser Showmaster will Abbruch bereits begonnener Behandlungen ermöglichen. Eine bundesweite Überlastung des Gesundheitssystems hat es in den vergangenen beiden Jahren nie gegeben. Warum unser Showmaster die Regelung zur Triage jetzt trotzdem verschärft und was er damit vermutlich bezwecken will. Also der ist so abartig krank und ich sag immer noch, der muss einfach zurücktreten. Aber das wird gar nicht so weit kommen, weil ich sag ja, der hat sein Herz irgendwo auf der Strecke verloren und ist so in dem Film drin. Der macht einfach weiter. Ich packe euch den Artikel auch gerne unter mein Video. Dann haben wir noch einen Artikel von reitschuss.de mit der Überschrift Übersterblichkeit in Deutschland doppelt so hoch wie in Schweden. Britischer Forscher Regierungen zur Rechenschaft ziehen. Und unser Showmaster wird nicht müde zu betonen, wie gut Deutschland durch die Corona-Zeiten gekommen sei. Daten der WHO weisen auf das Gegenteil hin. Kaum ein Land in Europa hat eine höhere Übersterblichkeit als Deutschland. Auch sehr interessanter Artikel, den packe ich euch auch unter mein Video. Dann natürlich immer noch, wir haben Corona oder das Coronavirus niemals isoliert.
passiert. Es gibt kein Isolat davon. Und hier kommt auch nochmal, Virologen bestätigen rein Isolat, Grundvoraussetzung aber nicht möglich. Aus den Denkgesetzen der Logik, welche die Grundlagen sauberer wissenschaftlicher Arbeit widerspiegelt, ergibt sich die Notwendigkeit eines gereinigten Isolats, um eine Struktur etwas anzudichten, was man ihr zuschreibt. Erhält man kein reines Isolat, kann die Herkunft der daraus sequenzierten Gensequenzen nicht assoziiert werden. Es ist einfach krass, dass wir immer noch auf eben einem Modell hier aufbauen, dass wir kein reines Isolat haben von dem Coronavirus. Ja, und trotzdem machen wir einfach immer schön weiter. Dann haben wir noch einen Artikel von der FAZ vom 11.05. Quarantäne für alle und keine Lebensmittel mehr von Lieferdiensten. In Shanghai und Peking haben die Behörden die Corona-Maßnahmen abermals verschärft. Manche sind kaum zu glauben. Eine trägt den euphemistischen Namen stummes Management. Seit 2 Wochen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Shanghai. Doch statt ihre Corona-Politik zu lockern, haben die Lokalbehörden ihre Maßnahmen noch einmal drastisch verschärft. Eine der neuen Vorschriften trägt den euphemistischen Namen stummes Management. Gemeint ist damit, dass die Bewohner, die seit 6 Wochen in ihrer Wohnung eingesperrt sind, nunmehr keine Lebensmittel bei Lieferdiensten mehr bestellen dürfen. Es hält sich die Vorstellung, dass sich das Virus über die Lieferdienstfahrer verbreitet. Jetzt drehen sie völlig durch, sagte eine Bewohnerin am Telefon. Sie wurde am Dienstag von ihrem Nachbarschaftskomitee informiert, dass sie von diesem Mittwoch an bis mindestens Sonntag keine neuen Lieferungen erhalten wird. In anderen Wohnvierteln wurden diese Vorschrift schon am Wochenende durchgesetzt. Eine offizielle Stellungnahme der Stadt Shanghai gibt es dazu nicht, sondern nur Mitteilung von Nachbarschaftskomitees. Und weiter geht's auch gar nicht, weil da brauchen wir wieder ein Abo, um das weiterzulesen. Ja, einfach der absolute Wahnsinn. Dann haben wir hier noch einen Artikel von SWR aktuell vom 9.05. Rhein-Pfalz-Kreis ab Juni Bußgelder für ungepikste Pflegekräfte. Im Juni will das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises damit beginnen, für ungepikste Pflegekräfte Geldstrafen zu verhängen. Seit Mitte März gilt für Mitarbeitende in Krankenhäusern oder Altenheimen eine Corona-Allwunderheilmittelpflicht. Im Gebiet Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer wurde dem zuständigen Gesundheitsamt mittlerweile mehr als 800 ungepikste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Pflege gemeldet, so der Stand in der ersten Maiwoche. Nach eigenen Angaben fordert das Gesundheitsamt noch einmal jeden von ihnen auf, einen Allwunderheilmittelnachweis vorzulegen, sonst drohen Geldstrafen von bis zu 2500 Euro und ein Berufsverbot. Und dann hat man hier geschrieben, Sprecherin des Gesundheitsamtes. Wir sind in einer Zwickmühle. Einerseits müssen wir das Gesetz ausführen, andererseits würden wir gerne Personal behalten. Ich packe euch den Artikel gerne unter mein Video. Es ist einfach so abartig krank. Und das muss man sich einfach immer wieder in den Kopf holen, was hier passiert. Es ist nicht mehr normal. Lieber kündigt man Leute oder gibt ihnen ein Berufsverbot, anstatt sie behält, weil wir ja so einen akuten Personalmangel haben und wir auch jetzt wieder von Triage sprechen und keine Ahnung, was dann im Herbst auf uns zukommt. Und dennoch treten wir unsere ach so geschätzten Pflegerärzte und alle, die eben dazugehören, mit den Füßen. Das ist so ein Land der absoluten Heuchler hier und Gutmenschen und so tun, als ob man so solidarisch ist und die meisten gar nicht wissen, was überhaupt Solidarität bedeutet. Das hat man die ganze Zeit über gesehen, wie solidarisch die Menschen waren, wie diskriminierend sie vorangegangen sind, was sie alles gemacht haben, wie sie sich vor allem auch von den Obersten haben beeinflussen lassen, andere Menschen auszuschließen. Und deswegen, die Menschen, die da mitmachen, mitgemacht haben, sind für mich wirklich das aller Letzte. Wollte ich einfach mal so sagen. Ich habe immer noch so eine Wut im Bauch, wenn ich an das alles denke, was die uns angetan haben in den letzten 2 Jahren, was sie uns immer noch antun, was sie uns antun wollen, was für Pläne immer noch geschmiedet werden im Hintergrund. Natürlich ist es gerade aktuell ruhig. Man hört ja auch so in den Leitmedien nichts dazu oder sehr, sehr wenig. Und wenn man sich halt wieder diese Artikel anhört und halt hört, ja, diese Allwunderheilmittelpflicht ist immer noch nicht vom Tisch und das wird beschlossen und das überlegen sie, da kriegt man schon eine richtige Wut im Bauch. Und ja, ich sag ja, es lohnt sich trotzdem weiterhin auf die Straße zu gehen. Wir sind auch noch immer aktiv. Wir gehen auch noch jede Woche auf die Straße. Ja, es muss einfach sein. Es ist nicht vorbei. Wie ich auch gesagt habe, mit den Spritpreisen, alles wird aktuell um einiges teurer. Die Menschen lassen sich einfach alles gefallen. Und das ist wirklich was, wo man sich einfach nur an den Kopf langen kann. Naja, ich hoffe immer auf Besserung. Ich hoffe, dass es irgendwann sich wieder einpendelt, dass es so weit wieder geht, dass die uns zumindest mal in Ruhe lassen. Das wäre ja schon mal der erste große Schritt hier, dass wir wirklich in Ruhe gelassen werden. Nicht in Ruhe gelassen werden auf Zeit, sondern einfach in Ruhe gelassen werden, ohne eine zeitliche Begrenzung, ohne Angst zu haben, was passiert dann wieder, was haben die dann wieder vor. Einfach wieder ein entspannteres Leben, das würde ich mir wünschen. Und damit wäre ich am Ende meines Videos angelangt. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Immer noch sehr wichtig, ich sag ja, es lohnt sich weiterhin auf die Straße zu gehen. Es gibt so viele Baustellen hier und ab Herbst wird das Corona sowieso wieder im Fokus stehen. Das ist jetzt gerade einfach nur, weil es nicht viel dazu
zu sagen gibt, zu berichten gibt, aber der Herbst wird dafür wieder unfassbar spannend werden. Schaut doch gerne in meinem Telegram-Kanal vorbei, den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Da findet ihr auch noch ein paar Videos, Artikel, die ich einfach heute nicht genannt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, sag ich tschüss. Muah.